Hi und willkommen zurück zu Pokémon Quest. Wir sind mal wieder auf trockenem Start hier in meinem schönen Dorf mit einem Level 38 Sepa. Okay, das ist nicht schlecht. Da sind auch schon einige Perks am Start. Krass. Ich weiß halt nicht, ob Seemon in diesem Spiel ein gutes Pokémon ist, ob es stark ist. Ich beschränke mich da ja auf Simsala und auf momentan Bisaflor. Aber Bisaflor will ich eigentlich auch auswechseln, weil, ja, ich weiß nicht. Ich habe von vielen gehört, dass auch Machomai ein krasses Pokémon ist und eins der stärksten ist. Gerade wenn man es mit Protzer zum Beispiel kombiniert, dass es nämlich auch ein guter Pusher ist und so. Aber gut, Kubo Muskelmilchkaffee. Ja, auch gerade hier ich für meinen geilen Bizeps sehr wichtig. Und wir haben ein neues Macholo. Und da bin ich auch auf der Suche nach, ne? Ist ja auch ganz klar. Level 40 und Attacke ist, es ist Protzer. Es ist Fegekick. Oh. Nein. Das war gar nicht mal so schlecht. Schon, ne? Schon. Justin ist übrigens auch da. Vielleicht hört man ihn vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ja, ich bin gerade bei Justin und nehme gerade mit seinem Equipment auf. Kuss auf den Nacken. So, das sollte... Ja, ist auch ein Macholo. Also wir brauchen halt ganz dringend ein Macholo mit Protzer. Das ist halt ganz wichtig, damit es halt später zu einem Machomai werden kann, der die, ja, die Pokémon von mir pusht und so. Da haben wir Überroller. Aha! Ja! Das ist da ja, haben wir es. Das ist ja anders gut, ey. Das ist der Protzer, den wir brauchen. Und hier haben wir sogar noch eine weitere Attacke. Ja. Es kommt davon, weil ich nämlich hier natürlich den silbernen Topf benutzt habe. Das sorgt dafür, dass die Pokémon ein höheres Level bekommen und so. Hast du reingekauft, Digga? Nee, das kriegt man, glaube ich, per Story. Ja. Bei den Bronzen? Ja, ich bin schon bei Silber. Also, ich glaube, wenn ich sogar jetzt. Es sieht einfach aus wie ein Shiki vom Bild her. Bisschen, oder? Ne? Was? Da oben ist ein Shiki, oder? Nee, ja, das ist auch Macholo. Ich habe sogar einen Porygon, Alter. Was? Ich glaube nicht, oder? Das ist schade. Ah, ich hab ein paar Shinies schon bekommen. Ja, hier. Level 67. Hab ich auch. Geil, ne? Geil, richtig gut. Richtig geiles Pokémon, ey. So, jetzt aber mal hier ganz kurz gucken, was denn. Okay, das war's nicht. Also, wir brauchen halt das Macholo, das schnellstmöglich auf Machomai-Basis kommen kann. Ich denke, alle drei Macholos, die ich hier habe, sollten auch relativ schnell zu Mashok werden. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier mal ins Equip und so rein. War es das Macholo hier? Perfekt, also es ist sogar auf Level 47. Also wir können es im Grunde jetzt schon direkt Level Up werden lassen im Training. Ich packe es auch direkt mal ins Team rein. Ersetze natürlich auch hier Bisaflor. Und dann läuft das. Ja, es war nicht das, es war das Macholo hier, genau. Okay, dann auf ins Training und dann werden wir schauen, dass wir das Macholo zum Machomai machen. Aber ganz schnell. Okay. Mal ganz kurz gucken, ob es auch wirklich das richtige Pokémon ist. Nicht, dass ich jetzt hier ein falsches Macholo entwickeln tue, aber ich denke, das müsste passen. Zack. Boah, schau mal, Justin. Schon allein durch dieses Macholo hier auf Level 40 oder 49 geht es direkt ein Level höher. Das ist richtig krass. Also, mir wurde auch gesagt, Pokémon des gleichen Typs beim Training sorgen dafür, dass das Pokémon auch schneller levelt und so. Also wenn man jetzt ein Kampf-Pokémon trainieren will und du hast ein Kampf-Pokémon, was du da reinsteckst, dann entwickelt es sich oder es geht schneller Level up, bekommt mehr Erfahrungspunkte und so. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob Angriff ist ja mal übelst krass, ne? Und das ohne Perks, ohne Perks. So, das Ganze jetzt nochmal mit dem anderen Macholo. Warte, bevor du es machst. Ja. Das Macholo raus, was du gerade drin hast. Das Macholo raus. Ja. Das Macholo rein, was du gerade drin hast. Das hier? Entwickelt ist. Was? Ja, entwickelst doch. Und dann kannst du. Das will ich ja tun. Nein, nicht das. Das ist aber das Maschok, was ich brauche. Ja, nein, du hast das andere für den Maschok entwickelt. Weil ich glaube, Maschok und Maschok wird nochmal besser. Meinst du? Mehr Level. Ach so, das mal, okay. Ja, dann müsste ich aber erstmal gucken, dass ich noch ein drittes Macholo finde oder generell ein Pokémon. Ja, besser ist das. Nocturne, aber das gibt, glaube ich, nicht viel. Das war wohl eher so eine kleine, so ein kleiner Nachtisch oder so. Ein kleiner Snack. Ich bin mir sicher, guck mal, ich denke, selbst das Macholo hier wird dafür sorgen, dass es Level 49 geht. Ja, ist egal, also, das kriege ich auch so hin. Na gut, wir gucken es uns an.
ob es jetzt auch mit Level 49 zu Machomai wird. Neuer Perk ready, nice. Ja, geil. Okay, wir merken uns mal die Werte. 422 KP und 700 Angriff. Okay, Angriff ist um 50 höher gegangen. Nice. Aber man muss auch wirklich sagen, so ohne Perks, die genutzt werden, schon so einen hohen Angriffswert zu bekommen, das ist nicht schlecht. So, und es ist auch das mit Protzer, oder? Ich hoffe, es ist das Pokémon, was auch gerade eben den Protzer gehabt hat. Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen kacke. So, wir gehen es direkt mal bei dem P-Stein ein bisschen einkleiden. Ja, okay, nice. Das wäre echt kacke gewesen. So, wir packen erstmal so ein paar billige Steine rein. Das sind halt so die billigsten, die ich habe. Ich könnte natürlich auch die Steine von Bisaflor nehmen, die da entfernen und dann hier reinpacken. Aber einfach nur, um so zu gucken, wie es denn aussieht mit dem Leben und so. So, schon mal 1300 KP und dann geht das Ganze noch auf. Ja, 2600 Angriff hoch. Das ist echt nicht schlecht, Mann. Ich kann verstehen, dass man wirklich sagt, hey, Machomai ist ein krasses Pokémon, nimm das mit. So. Ja. So, das Ding ist hier bei Protzer, das sorgt dafür, wurde mir in den Kommentaren gesagt, dass es irgendwie Angriff und Verteidigung pusht. Was da wirklich hintersteckt, das finden wir jetzt raus. Der Anwender spannt all seine Muskeln an, ja, und erzeugt eine Mondfinsternis. Nebenbei erhöht es für eine Weile den Schaden, den er anrichtet, und senkt den Schaden, den er nimmt. Das tut er, glaube ich, sogar bei allen Pokémon oder nur bei ihm selbst, aber selbst das ist krass. Und da will ich natürlich auch den Haltbarkeitsstein benutzen, weil die Dauer der positiven Effekte steigt um 25% an. Das heißt, auch der Protzer dauert länger oder hält länger an. Deswegen, Gönjamin. So. So ein Schnellfeuerstein, ja. Die hat man ja immer so parat. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz die Punkte an. Ich hatte gerade eben so Punkte um 13.000 gehabt. Gut, ich glaube, Bisaflor ist ein bisschen stärker. Kann aber auch sein, dass es an den Steinen liegt. Dann würde ich sagen, entferne ich ihm mal ganz kurz die Steine. Einfach die Steine rüberziehen. Echt? Geht das? Ja, es geht. Okay. Also einfach nur machen mal. Habe ich so vorher noch nie gemacht? Ja. Okay, zurück, ja. Und dann ist die Frage. Ja. Ja, ich weiß. Okay. Ja, gut, aber. Ja, gut, jetzt kann ich quasi direkt von Bisaflor zu diesem P-Stein. Ja. Achso, ich kann die equippten Steine schon auf den drauflegen. Als ob das geht. Also wenn ich jetzt sage, okay, das geht? Das wusste ich ja noch gar nicht. Okay, nice. So, ich habe auch hier schon relativ krasse Steine, einfach schon so Härtesteine mit 549 KP. Kann man sich mal gönnen. So, dann noch. Ja gut. 507, ne? Ja gut, ist jetzt nicht so geil. Dann packen wir uns noch relativ gute Kraftsteine. Gibt es überhaupt? Hat Bisaflor. Will Bisaflor überhaupt von Kraftsteinen gepusht werden? Das alles und vieles mehr finden wir bald raus. Und ich glaube, die Kraftsteine von. Oder die Kraftsteine von Bisaflor sind nicht so geil. Wir lassen das mal so. Und gehen mit diesem Team endlich mal in den Kampf rein, nachdem wir jetzt, glaube ich, 5 Minuten palavert haben oder so. Läuft bei uns. Deswegen, auf geht's. Wie gesagt, Werte sind etwas geringer als zuvor. Wir haben jetzt knapp 13.000 Punkte und so. Können uns aber trotzdem locker in den Boss reintrauen, weil wir haben ja natürlich jetzt hier noch den Bonustyp von 4.000 Punkten. Das heißt, wir müssten dann so bei knapp 18.000 Punkten sein. Und wenn das der Fall ist, bin ich mal sehr zuversichtlich, dass wir auch jetzt endlich mal Gengar klatschen können, weil die letzten Male, als wir es probiert haben, ging es nicht, weil das Elektroball so unfassbar nervig war und übertriebensten Angriff drauf hatte. Der, wie gesagt, sehr, sehr abgefuckt hat. Da haben wir erstmal die nächsten ersten Gegner. Pushen Machomai. Packen den Psy-Strahl von beiden drauf. Ich weiß nicht, ob es die Attacke Psychokinese gibt. Wenn, dann. Puh. Müsste ich mal echt gucken, dass ich meinen Simulas die beibringe, weil. Na gut, hier ist ein freier Attackenslot. Wir könnten den Blitz verlernen lassen, wenn das überhaupt funktioniert. Ich bin mit diesem ganzen Attacken-Erlernesystem sowieso noch nicht so ganz in the building. Deswegen. Ja, mal gucken. Wir pushen weiterhin Machomai.
Mal gucken, wie viel Damage gleich der Überroller macht, weil wir haben ja gesehen, okay, Machomai ist der übelste Brecher. Digga! Dein Ernst, Mann? Junge! Okay. Ich wusste nicht, dass mein Handy noch bei der Anlage angeschlossen ist. Oh je. Okay. Machomeister. Und ich glaube, es war wegen Überroller. Kann das sein? Egal. Wir lassen uns weiter zurücksetzen. Hallo. Jetzt ist meine Cam da unten gerutscht. Ich bitte das zu entschuldigen. Das passiert manchmal selbst mit meinen Kleidungsstücken, dass die einfach so runterfliegen. Man muss ja auch die Sachen legen. Ja, gut. Kein Problem. Wenn, dann ist es, Justin schuld. Das ist doch ja, wir haben einen Lerneffekt erzielt. Ja, die wissen, dass er so richtig. Oh. Hallo? Bekommt Machomai echt kein Damage? Wie hat er denn gerade eben so viel Damage kassiert? Ich meine, gut, Machomai hat jetzt auch nicht so viel Leben, aber. Jetzt hat er gerade eben so den Eindruck, als hätte Machomai irgendwie durch Überroller KP verloren. Aber gut. So, wir lassen uns weiter zurücksetzen. Oh, da ist jetzt gerade ein. Ille Kid Tendo HD. Nein, das ist natürlich. Oh, wie heißt der nochmal? Nein, das ist die Ille Kid. Es ist. Ah, Electek. Electek, genau. Ich hatte irgendwie so zwei Namen im Kopf: Ille Voltek und Ille Kid und beide waren falsch. So, Gengar. Let's go. Natürlich, Machomai wird gleich verrecken, das ist ganz klar. Aber vielleicht können wir anhand der guten Perks von den beiden Simsalas. Ja, das ist das Problem. Kommen wir mal hier den Protzer rein. Na gut, Machomai ist wieder gestorben. Und oh, das andere Machomai ist auch tot. Das ist Simsala, meine ich natürlich. Weh. Ich weiß. Ist aber weh. Geht nicht. Weh. Es geht nicht. Es weht nicht. Es geht nur, wenn die, wenn der Ladescreen weg ist. Das ist das Problem. Das Gute ist aber, ihr seht, Simsala heilt sich übelst auf durch die Nutzung von Psystrahl. Also wir verlieren im Grunde verlieren wir gar keine KP. Das ist das Gute. Wir verlieren im Grunde gar keine KP. Nutzen auch hier nochmal den Protzer. Ey, wir können das echt schaffen, Mann. Komm schon. Gönn Yamin. Tu mir einen Gefallen. Ey, wir schaffen das. Justin, guck dir mal bitte die Heilung von Simsala durch die Nutzung von Psystrahl an. Der hat einfach jetzt gerade eben einfach seine Lebensanzeige, die vorher noch bis zur Hälfte leer war, wieder aufgefüllt durch Psystrahl. Das ist, interessiert dich sehr, ich weiß, aber. Ja, weiß ich. Guck dir das an. Er hat gerade eben einfach so viel KP verloren und hat sich wieder aufgeheilt. Also das Simsala ist der übelste Brecher. Jetzt, weiß nicht. Komm, Überroller drauf. Gut, damit hat sich. Ja, aber das Spiel macht sich nicht so viel mit den Typen Vor- und Nachteilen und so. Also selbst eine Elektroattacke ist nicht auf eine Wasserattacke effektiv. Deswegen gibt es ja hier diese Bonus-Typen in den ganzen Welten. Ich frage mich, ob die Bonus-Typen mehr von der Stage abhängen, von der Stage aussieht, oder ob es davon abhängt, wie viel, was Nee, das ist quasi von Welt zu Welt unterschiedlich, aber in einer Welt gibt es immer den gleichen Bonus-Typ. Das ändert sich nicht von Level zu Level in einer Welt. Das Ding. Ja, aber wir haben den Boss besiegt. Das ist krass. Und bekommt dafür die Arbok-Statue. Ja. Wir haben eine neue Statue gefunden. Das ist die Statue des langen Lebens. Lol. Die Statue wurde in der Form von Arbok gemeißelt. Das ist ja echt sehr krass. Gut, ich würde sagen, um unsere Internet-Eier vollkommen zu präsentieren, stellen wir die Statue mal direkt. Also, bist du Level gibt's überhaupt? Ja. Es gibt, glaube ich, mindestens 11 Welten. Und ich meine, das könnte natürlich nur eine Urlaubsinsel sein, aber ich glaube, da könnte irgendwas Krasses auf uns warten. Ja, ja, genau. Auch hier das klare Wasser und so und auch die Wolken und so. Also, ja, wobei, ist Gran Canaria nicht immer wolkenlos und schön warm, lecker? Weiß es nicht. Okay. So, was für Hauptaufgaben haben wir denn diesmal abgeschlossen? Ah, ja. Ein Solidaritätsstein. Den kenne ich gar nicht. Den habe ich, glaube ich, noch nie vorher gehabt. Läuft bei mir. Mal gucken, was da drauf hat. Und wir hier gratis PS-Gutscheine abholen. So muss das auch sein. Ja. Du bekommst in diesem Spiel einfach so viele PS-Gutscheine hinterhergeschmissen. So. Dankeschön. Okay.
Es kann sein, dass man mich die letzten Minuten schlecht gehört hat. Ich hoffe, das ist jetzt etwas besser geworden. Ja. Justin hat das Ganze gerade eben korrigiert. Also ja. So, wir stellen die Statue auf. Ich weiß zwar nicht, was die gebracht hat. Dafür habe ich das gerade eben leider nicht vollständig vorgelesen. Es tut mir leid. Ja. Eigentlich bin ich nicht so einer. Aber ja. Ich meine, die wird irgendeine Stufengrenze... Bis zu irgendeiner Stufengrenze wird sie die Pokémon pushen. Davon gehe ich aus. Wahrscheinlich Level 40 oder so. Vielleicht stand es da gerade eben auch. Ich weiß es nicht. Aber gut. So, wir gucken mal, dass wir jetzt auch in der nächsten Welt weiterkommen. Also gut, ich muss sagen, Machomai gefällt mir jetzt gerade nicht so ganz gut, weil er irgendwie nur zwei Lebensslots hat. Ich hätte gerne noch einen dritten gehabt. Also auch einen, der gerade freigeschaltet ist. Damit ich nämlich noch ein bisschen mehr Leben für ihn rausholen kann. Aber wir sehen auch natürlich Simsala, der sich mit dem Psystrahl übelst gut wieder aufheilen kann. Und das kann auch vielleicht jetzt hier in Welt 10 unsere Rettung sein. Mal gucken. Ich glaube, selbst das Level haben wir mal probiert und haben es nicht geschafft, hier weiterzukommen. So, direkt mal Protzer benutzen. Was halt echt eine richtig geile Attacke ist. Klar, wir können auch den Überroller benutzen und so. Und ja. Justin, jetzt mal wieder, um auf Splatoon zurückzukommen. Wenn du einen richtig guten, wenn du einen richtig guten Roller hast, ist es dann ein Überroller? Ich glaube auch. Ja. Wir machen mal Splatoon spielen würde. Welche Waffe wird er dann benutzen? Wahrscheinlich den Überroller. Medusa. Das ist super, das ist ein Witz. Als ob ich das ernst nehme, was du ja gerade eben gesagt hast. Ich meine, du kennst mich doch. So, zack. Der Einzige, der wirklich gerade Schaden frisst, ist Machomai, aber egal. Auch gar nicht mal so viel durch den Protzer-Push. Ich dachte nur, dass der Protzer-Push auch für das gesamte Team gilt, weil das wäre wirklich OP. Stell dir mal vor, das gesamte Team würde aufgrund von Machomais dicken Nacken und natürlich auch muskelüberpackten Nacken... Ja, genau. Und stell dir mal vor, er würde dafür sorgen, dass einfach das gesamte Team weniger Schaden frisst und mehr Schaden austeilt. Das wäre einfach ein wahr gewordener Traum. Ich weiß nicht, ob es dafür auch Perks gibt oder so. Wir können uns gleich mal den Solidaritätsstand angucken und so. Wird wahrscheinlich sehr solidar sein. Vielleicht ist es aber auch so ein Solitärstein. Müssen wir auch mal gucken. Weiß ich auch nicht so genau. Also so ein Stein, der uns dann in Pokémon Quest dazu beruft, dass wir natürlich auch Solitär spielen können. Mal gucken. Okay. Boah, wie viel hält denn das Ibitak bitte aus, Mann? Ist das dein Ernst? Ich habe das Gefühl, die Standardattacken von den Pokémon machen mehr Schaden als die generellen Attacken, die wir hier auf Knopfdruck ausführen können. Ja. Aber gut, ich muss auch sagen, wir sind hier ohne einen Bonustyp am Start. Das ist ja die Welt hier, die Welt 10 besteht quasi aus Bonustyp Elektro. Das heißt, wenn man irgendwie mit einem Elektek, mit einem Raichu und mit vielleicht noch einem Raichu hier reingeht, sollte man eigentlich imstande sein, relativ easy durchzukommen. Aber letztens haben wir halt gegen die drei Dodris übelst reingeschissen. Deswegen hoffen wir natürlich, dass das jetzt nicht so werden wird. Und ich sehe gerade, oh, fuck it. Simsala struggle gerade ein bisschen rum, jedenfalls das eine Simsala. Das, ich glaube, es müsste sogar das Schwächere sein. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Nur Machomai steht da noch wie eine 1 und dem geht's relativ gut. Das ist unglaublich. Was der Typ hier alles durch. Der hält krass durch. Das muss man echt mal appreciaten hier. Klar, es liegt am Protzer und so, aber ist mir egal. Hallo. So, komm, ich würde sagen, damit Machomai wenigstens noch eine Funktion hier erfüllen kann, direkt mal Überroller drauf. Und bis dahin sollte auch eigentlich wieder das andere Simsala am Start sein. So sieht's aus. Ey, wir schaffen das. Oh, geil. Machomai macht eine Protze und stirbt, Alter. Was lernen wir daraus? Gebt niemals zu viel an. Das könnte euer Tod sein. Wisst ihr Bescheid. Oh, fuck. Nein! Simsala, weg mit dir! Nicht du! Ich glaube, das wird nichts. Komm, wir müssen einfach nur warten, bis Machomai überlebt. Komm schon, komm schon. Machomai! Mach. Ja, doch. Das Spiel. Nein! Fuck it. Fuck it. Nein. Ja, doch. Ich will. Warum leben die noch? Boah, Alter. Simsala hat sich wieder übelst... Oh mein Gott, wir schaffen das.
Guck dir an, wie sich Simsal wieder aufgeheilt hat, Mann. Der ist wieder full heal. Ja, aber fast, du siehst. Guck dir an, jetzt ist er. Ja. Wie knapp war das denn bitte? Also ich will nicht sagen, Machomai hat auch ein bisschen gerettet und so, aber er hat echt ein bisschen gerettet. Nice, Mann. Nice. Okay. Ein relativ guter Kraftstein. Den geben wir direkt mal Machomai. Insofern das nötig ist. So. Wir haben es einfach auf der Hand, jetzt Welt 10 zu beenden und damit auch quasi alle vorherigen Welten. Das ist krass. So. Wir sind zwar hart unterlevelt, wir waren sogar gerade eben unterlevelt. Ist das richtig? Ja. Oh, der Boss. Der Boss ist richtig hart. Okay, komm, wir gucken ganz kurz in die P-Steine rein. Schauen, was der Solidaritätsstein bringt. Ja. So. Positive. Oh, was? Fürs Team. Das heißt, wenn ich jetzt Protzer benutze, gilt das fürs gesamte Team oder was? Alles, ja. Hallo. Das wäre übelst heftig. Okay, wir löschen mal den Stein weg, geben Machmein noch ein bisschen mehr Angriff und dann geht die Lucy jetzt so richtig ab. Probieren wir es. Also wenn wir jetzt den Protzer benutzen, dann müsste eigentlich auch sowohl das eine als auch das andere Simsala davon profitieren. Gucken wir. Auf geht's. Wir haben auch gerade wieder einen Erkundungsbonus. Ich hoffe nicht, dass wir sterben, damit wir uns diese ganzen P-Steine auch bis zum Ende gönnen können. Aber mal sehen. Ich hoffe, kommt früh genug. Und wie, Alter, es ist wirklich so, dass jetzt auch Simsala gepusht sind. Oh mein Gott, du bist das. Genau deswegen wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, hey Kai, so der Solidaritätsstein und Machomai, es sind einfach so eine krasse Waffe. Nur ist Machomai leider jetzt gerade verwirrt und ja, tot. Da konnte man ihm jetzt auch gerade nicht helfen, das ist ein kleines Problem gewesen, aber wir warten einfach so lange ab, bis er wiederbelebt wird. Und, also Simsala, wenn du bitte fliegen könntest, damit wir auch ein bisschen mehr Zeit gut machen können. Ja, oder ich sag... Ja, ist echt so. Ja, aber ich will halt bis dahin mit allen drei Pokémon dahin gehen. So. Okay, wieder mal Protzer benutzen, sofort. Das ist auch vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass Machomai gerade im Hintergrund agiert. Weil da kann er nicht getroffen werden, nicht sterben und wir können den Protzer... Richtig, richtig. Und das Ding ist, Simsala ist schon an sich ein sehr starkes Pokémon. Gerade wenn du Perks benutzt, die ziemlich gute Werte vermitteln. Du machst es einfach unsterblich. So, das ist das Ding. Ich check jedes Mal die Tasten, Mann. Ich drücke jedes Mal für das Simsala die X-Taste, wobei ich diese Y-Taste benutzen müsste. Und ach, das ist schlimm. Aber wir haben bisher ganz gut überlebt. Beide Simsalas auch bisher ohne irgendwelchen Damage. Sie haben zwar Damage genommen, aber die haben sich auch sehr schnell aufgeheilt. Muss man ihn wirklich lassen. Und... Okay. Auf geht's. Wie erst... Wo... Okay. Simsala ist eingefroren. Man kennt's. Okay, pass auf. Pass auf. Hallo, Simsala. Das verstehe ich auch manchmal nicht. Warum möchte Simsala nicht seine Attacken einsetzen? Das verstehe ich nicht. Und es war gerade eben nicht mal eingefroren. Es möchte seine Attacken nicht nutzen. Ich check's nicht. Und auch bei, es ist auch bei Machomai so. Warum ist das denn so? Also ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder so. Oder ob das irgendwie aufgrund irgendeiner Pokémon-Attacke der Fall ist. Keine Ahnung, aber für mich ist das schon wirklich komisch, dass manche Pokémon keine Attacken machen möchten. Auch jetzt gerade Simsala. Machomai nicht. Warum macht er keine Attacken? Da, ich drücke X und er macht erstmal den Protzer 10 Jahre später. Ob das ein Glitch ist oder nicht, ist es bei euch auch so. Schreiben Sie es in die Kommentare, Fangs. Okay, noch billige Jurops, glaube ich, oder Dratinis. Ach, Dratini. Und Carpadors, die sich uns in den Weg stellen. Wie dumm können sie sein? Auf einer Skala von 1 bis Garados. Ich weiß es nicht.
Ihr wisst, ich bin schlecht. Oh, Skala von 1 bis Garados. Da haben wir's. Aber egal, komm. Wir nutzen nochmal den Push von Machomai. So oft wie es geht. Dann müsste auch das geschafft sein, ey. Der Solidaritätsstein. Wirklich. Ich bin so froh, den bekommen zu haben. Es ist unglaublich, Mann. Jetzt können wir nochmal ein bisschen ausweichen und so. Nochmal ein bisschen die KP auffüllen. Ich denke, ja, gut, das billige Simsalat auch ein bisschen Schaden gefressen. Liegt aber auch daran so, klar, jetzt denkt man sich, ach Kai, das andere Simsalat ist auch 20 Level höher als das andere Simsalat. Das ist aber nicht der Grund und auch nicht der Punkt. Ja? Nein. Der Grund, warum das eine Simsalat halt so lange durchhält und so krass stark ist, liegt halt daran, dass es halt auch diese... Oh. Krassen Steine hat. Ja. Warum läufst du denn gegen einen Baum? Bitte hau doch einfach ab. Renn doch bitte weg, oder? Junge. Renn doch einfach weg. Lass das das Macho mal wieder kommen. Ey, bitte nicht. Nein. Alter, was denn? Hier hätte ich ihn da ausweichen können. Also, jetzt mal ehrlich. Wir haben nicht mal einen Stein, wir haben nicht mal einen P-Stein bekommen. Bei der krassesten Erkundungs... Bei dem krassesten Erkundungsbonus. Das ist sehr unerklärlich. Ja, nice. Wow. Ja, also, keine Ahnung. Sehr kritisch. Aber wir können das eigentlich... Ach, der Bonus ist noch da. Ja, moin. Sag das doch. Wir probieren es noch einmal aus. Ich bin mir sicher, wir können das schaffen. Ihr habt gesehen, wie krass Simsala gerade eben gefressen hat. Und okay, die gleiche Position wie gerade eben. Nervige Bäume, die im Weg sind. Moin. Na, komm. Richtiges Drecksteil. Also diese Attacke, die er gerade eben gemacht hat. Wirklich übelst ekelhaft. Okay, komm. Weitere Psychtolle drauf. Jetzt ausweichen, ausweichen, ausweichen. Geht's dir gut? Hallo? Komm, wir müssen den Protzer nutzen. Los, Protzer. Mach schon. Yes. Geil. Gut, Machoma ist gestorben, aber er ist für einen guten Zweck gestorben, ja. Er hat sich geopfert. Er war der Libero, wenn man so möchte, ja. Er hat einfach die Hingabe... Scheiße. Mein Team zu verteidigen. Komm schon, renn weg, Mann. Renn doch weg! Warum bekommt er so einen Schaden? Ich check das nicht. Ey, diese eine Attacke, die er gerade eben gemacht hat, die hat einfach Simsala auf einem geschlachtet, so, okay. Kein Problem. Ja gut, puh, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich das mit Garados weiter probiere. Vielleicht muss ich einfach nur mein Team ein bisschen höher pushen, ein paar weitere schöne Steine sammeln und so. Keine Ahnung, aber ich nutze die Gunst und weiß nicht. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Materialien gesammelt, damit wir uns auch schöne neue Pokémon gönnen können. Komm, ich gehe wieder full auf Blau. Guck mal, Trick 17, Doppelklick und du kannst einfach schon die Sachen reinziehen, ohne sie reinziehen zu müssen. Hm. Das hab ich von meinen Abonnenten gelernt. Dankeschön. Richtig krass. Hört man dich eigentlich im Background? Ja, klar. Echt? Ja. Hi. Na? Okay. Brudingus, ich würde sagen, das wär's für diesen Part. Wir waren relativ... produktiv. Ja, wir haben den Boss von Welt 9 besiegt, Gengar. Und beim nächsten Mal ist Garados dran. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Pokémon Quest sehen, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao! Ja, gut.